Jo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Turbotausch bzw. Motoraufbau. Wie ihr es eben gerade schon gesehen habt, da ist das Ding. Gucken wir uns das mal an. M157 Motor, V8 5,5 Biturbo. So sieht der Motor aus. Von der Größe her, findest du, der sieht klein aus oder groß aus? Schon ein großes Teil, ja. Wenn man wahrscheinlich jetzt so ein, ich sag mal... Ist jetzt kein Twingo, ne? Genau, wenn man jetzt so ein Polo oder Twingo Motor daneben stellt, der ist wahrscheinlich so groß, ne? Ja. Also, ja. Ich sehe auch zum ersten Mal, sage ich mal, jetzt so einen Motor in echt. Und ja, jetzt können wir gleich mal gucken, kannst du gleich mal hier schon schauen. Und zwar haben wir hier den Übeltäter. Da ist er. Das ist nämlich der Turbo. Sieht man auch, wo der gerissen ist? Ich glaube, das war irgendwo hier unten. Okay, also kommt man jetzt nicht Also dran. Das sah auch für mich aus, muss ich sagen. Wir haben ja mit so einem Spiegel von oben reingeguckt. Für mich sah das eigentlich eher aus wie so ein Strich, ne? Okay. Also, dass da jetzt irgendwie ein großer Riss ist oder so, hat man jetzt nicht gesehen. Das sah eher aus wie so eine kleine Kerbe. Aber das reicht anscheinend schon. Ja, sobald, denke ich mal, Luft oder so entweicht, ne? Ja, aber ich glaube auch, wie gesagt, ich vermute auch, dass es nicht das einzige Problem, was er hatte, sondern an diesen Abgaskrümmer. So, jetzt haben wir den Turbo hier. Und wie gesagt, also ich vermute nicht nur, dass wir hier irgendwo einen Riss hatten oder haben in dem Ding, sondern ich vermute auch, die Dichtung ist komplett bei dem weg, ne? Weil die kommt ja hier oben drauf. Und ja, so sieht das halt aus. Ja, so. Und ich vermute halt, diese Geräusche, die vielleicht einige von euch bei uns im Video gesehen haben, was ich schon mal gemacht habe, kommen nicht nur von diesem kleinen Riss, sondern auch hier, dass hier irgendwo ein, ja, undicht ist oder auch hier in diesem Gehäuse eventuell auch ein Riss ist. Und ja. Ach, hier kannst du auch noch mal gucken. Warte mal, ich bringe das mal zurück. Und zwar hier haben wir auch unser Getriebe. Das ist das MCT 7-Gang-Getriebe. Und das ist also, wie ihr seht, ja, natürlich mit dem Motor verschwunden, ja, verbunden. Scheibe sieht auch gut aus, ja. So sieht das halt aus, ne? Was wir auch machen werden, weil da haben die nämlich gerne mal ein Problem. Aber ich hoffe, ihr hört mich auch oder versteht mich auch gut wegen der Maske. Kannst du mal hier filmen? Ah, jetzt hab ich gerade was in die Hose bekommen. Wachs, Junge. Und zwar hier die Steuerkette. Mhm. Die seht ihr bestimmt hier, ne? Auch ein sehr beliebtes und bekanntes Problem bei den Motoren, dass die sich längen. Und wie man das prüft, ob die gelenkt ist oder nicht, das werden wir euch auch noch zeigen. Weil wenn wir den Motor jetzt sowieso schon mal draußen haben, werden wir auch nach anderen Sachen gucken, eventuell ob irgendwas zu machen ist. Und ja, das wäre, wie gesagt, werdet ihr auch noch in dem Video sehen. Dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so. Der Pascal macht gerade Pause und wenn er wieder da ist, können wir noch mal gerne quatschen. So, jetzt haben wir den Pascal hier. Und ja, der Pascal zeigt uns erstmal jetzt hier nochmal den Turbo und der hat, glaube ich, auch schon was Neues entdeckt oder beziehungsweise einen anderen Riss. Ja, da musst du mal ein bisschen weiter rankommen. Das ist mir ganz da hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Kann man das sehen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Da. Ja, man sieht es ganz schwer. Was man auf jeden Fall sieht, ist hier, dass, wenn man jetzt auf das Alu mal filmt, das ganz schwarz ist. Kann man das erkennen? Oder soll ich mal ohne Taschenlampe? Geht das besser? Ja, besser. Na, wenn man jetzt hier mal ein bisschen drüber geht, oh, das ist schon so lange undicht, das wird nicht mehr besser. Aber normalerweise ist es ja richtig silbrig halt, ne? Alufarben halt. Ja, das heißt, das ist so Abgas. Genau, das ist das Abgas. Ne? Das, was wir ja festgestellt haben, im Spiegel, wo wir hier drunter gegangen sind, dass mal hier irgendwo das herkommt. Ne? Und da müssen wir halt das ausbauen, um das zu sehen. Ne? Weil wir sind jetzt dran, warum sollen wir uns jetzt so quälen, das zu sehen? Wir gucken uns das dann gleich schön an. Wenn der Turbo draußen ist, dann können wir den mal in alle Richtungen drehen. Und wir können es mit einer Seite drüben mal vergleichen. Vielleicht sieht man das da besser. Ja, also das ist ein deutlicher Unterschied, allein schon von der Optik. Der Turbo ist jetzt ja nicht undicht. Und da sieht man, dass das Alu noch richtig silbrig ist. Da keine Abgase ausgetreten sind. Ja, man sieht halt wirklich, dass es hier, ich sag mal, sauber ist, ne? Da ein bisschen staubig ist das, ne? Aber das andere war ja wirklich schwarz, das Blech, ne? Genau, und hier sieht man halt, dass es wirklich, ich sag mal, silbrig ist, wie du sagst.
Ja, jetzt die Frage, wie geht man jetzt ran an den Turbo jetzt oder wenn wir den Turbo ausbauen? Also was ist jetzt so die Vorgehensweise? Muss jetzt, kann man theoretisch den Turbo ganz einfach hier die Schrauben lösen und ausbauen oder muss jetzt hier am Motor noch mehr ausgebaut werden? Wir müssen jetzt zuerst in die ganzen Leitungen, Ladeluftleitungen, die Wasserleitungen, Ölleitung Zulauf, Ölleitung Rücklauf. Dann nehmen wir die Hitzeschutzbleche weg, um an die Schrauben zu kommen. Vom Krümmer an sich quasi, ist ja ein Turbo mit Krümmer in einem Teil. Und dann nehmen wir das ganze Teil raus, wenn wir hier natürlich die Schrauben noch gelöst haben. Klar. Und dann bauen wir die Sachen, die wir umbauen müssen, so wie das Rohr hier, dieses Stück, die Verbindung, bauen wir an den anderen Turbo dann dran. Und dann alles wieder zusammen. Aber irgendwas können wir dann noch ganz schön zeigen. Genau. Wenn wir hier raus haben. So, auch was viele dann wahrscheinlich interessiert, wie lange hat das jetzt gedauert, bis der Motor draußen war? Wie lange habt ihr ungefähr gebraucht? Ja, so ungefähr 3,5 Stunden. 3,5 Stunden? Okay. Und ist der, die Frage ist jetzt, ist der Einbau, geht das schneller als der Ausbau oder ist es eigentlich das gleiche nur? Einbau dauert erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Dauert länger? Erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger, weil man muss ja, das alleinige Reinstecken vom Motor ist nicht das Problem, aber man muss ja dann alle Schläuche wieder anklemmen, Flüssigkeiten auffüllen. Da kommt ja dann einiges dazu. Ablassen geht schneller wie auffüllen. Ne? Okay. Da müssen wir das Kühlsystem entlüften. Ja. Dann alles wieder anlernen mit dem Tester, weil wir alles hier offen hatten und dann die neuen Turbos das alles quasi einmal durchlaufen lassen, dass das alles wieder vernünftig ist. Okay. Und das dauert dann doch schon eine Ecke länger. Okay. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, wir bleiben am Ball. Und wir gucken dann mal bei den Turbos, wie die ausgebaut sind. Und dann interessiert mich auch wirklich, wie gesagt, auf der anderen Seite, wie der Riss wirklich aussieht oder wie das allgemein, die Beschädigung ist, wie groß. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, da warst du nicht dabei, Pascal, dass ich auch vermute, dass eventuell da die Dichtung auch ein bisschen was abbekommen hat, weil er wirklich sehr laut war. Und das, was wir gesehen haben auf mit diesem Spiegel, sah für mich ja aus nur wie so ein kleiner Strich. Ne? Also man hat jetzt nicht so wirklich so einen großen Hohlraum oder einen Riss gesehen. Nein, also das ist optisch jetzt nicht so, dass man da durchgucken kann. Ja. Das ist wirklich, das ist im Prinzip ein Haarriss. Ja, das reicht schon aus. Das reicht schon aus. Die Abgase, die finden ihren Weg. Ja, alles klar. Wie gesagt, wir bleiben am Ball und ihr hoffentlich auch. Ja, jetzt haben wir den Turbo draußen. Und kannst du mal hier zeigen, als erstes hier, das ist hier die Krümmerdichtung, ne? Genau. Da sieht man halt schon hier, wie es halt hier wirklich weggebrannt ist. Ja. Grundsätzlich erstmal zum Riss am Turbo, was wir auch gesehen hatten, das sieht man hier. Sieht man das leicht? Ich weiß nicht, ob du so nah rangehen kannst, musst. Ja, da wo es so weißlich ist, ne? Also hier ist dieser, sozusagen dieser Riss ist minimal, aber wie gesagt, das ist auch eher so ein Haarriss. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall der Übeltäter oder das ist auf jeden Fall das, was wir auf dem Spiegel gesehen haben. Dann haben wir aber noch, wie heißt das denn? Abgasrohr. Abgasrohr. Wir sehen können, haben wir hier auch einen Riss und den sieht man schon viel deutlicher. Ne? Also der geht hier wirklich hier ganz lang. Ist ein Doppelgehäuse, das heißt, dieser Riss ist quasi eigentlich nur von außen. Von innen ist noch kein Riss zu sehen, aber du hast ja gesagt, das ist ja so eine Art Doppelblech. Und hier ist es auch eine Frage der Zeit, sage ich mal so, wann der dann auch von innen dann reißt, weil er hier schon die Materialschwäche hat. Ne? Richtig. Genau. Ursächlich für den Dichtungsschaden ist hier, man muss ein bisschen mehr rankommen vielleicht, ist hier der abgerissene Stehbolzen. Vielleicht ganz gut, das ist das Sicherungsblech hier. Jetzt hängt die Mutter halt noch dran, das habe ich direkt so ausgebaut. Wenn wir mal hier zum Motor gehen. Hier sieht man halt einen intakten Stehbolzen und hier ist halt der abgerissene, wo das dann halt hier so dran gesessen hat. Und jetzt, was einige auch interessiert, ist, ja, wie passiert sowas denn, ne? Also dass der mal abreißt, ne? Das passiert durch Hitze, ne? Zusammenziehen aus dem, wie wir schon gesagt hatten, Vibrationen und auch einfach Alterung, ne? Ja. Das heißt, wir werden aber, du hast ja gesagt, grundsätzlich alle Bolzen richtig erneuern, weil genau. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, wann man anderer abreißt. Meist schon beim Montieren. Meist schon beim Montieren. Genau, deswegen machen wir immer dann alle neu und dann ist man auf der sicheren Seite. Okay. Wenn du auch nochmal hierher kommen kannst, du siehst ja richtig hier, wo der Riss am Turbo war, wie hier der Ruß ist, die Abgase. Ne? Hier sehen wir ja relativ saubere Fläche und hier durch diesen abgerissenen Bolzen, ne, auch ist dann der Ruß dann hier sozusagen auch so ein bisschen gewandert. Ne? Aber hier sehen wir auf jeden Fall schon die Ursache oder auch den Punkt, wo das jetzt genau war. Ne?
Wir werden noch, wie gesagt, die andere Seite ausbauen. Da werden wir dann gucken, wie das auf der anderen Seite aussieht. Anhand des Blechs eigentlich keine Probleme. Aber ja, wie gesagt, vielleicht haben wir auch ein Problem mit dem Stehbolzen oder mit dem anderen Gehäuse. Das werden wir dann sehen. Aber wie du auch vorhin gesagt hast, es ist unmöglich, den Turbo auszubauen, wie einige wahrscheinlich vermutet haben, im eingebauten Zustand. Nein. Kommt man nicht dran. Wird nichts. Ne? Gut, ja, dann wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden und melden uns wieder, wenn der andere Turbo draußen ist. Ja Leute, wir haben den zweiten Turbo jetzt ausgebaut, also den auf der Fahrerseite. Und, wie kann man es anders sagen, wir haben den Jackpot gezogen. Komm mal her. Also das ist wie gesagt der erste. Da zeige ich nochmal. Na, wo warst du dann, Riss? Da. Da ist der Riss vom ersten. Ne? Mhm. Ja. Und wir haben im zweiten ebenfalls einen Riss. Und zwar hier, guck mal hier. Ich denke mal, noch mal ein bisschen deutlicher zu sehen. Ihr seht auch, hier ist weiß. Ne? Also wir haben tatsächlich, ist es so, dass der zweite Turbo auch einen Riss hat. Darum kann man sagen, eigentlich Glück im Unglück, dass wir sowieso gleich zwei gekauft haben. Weil das wäre jetzt nochmal ein Aufwand, jetzt nochmal einen zu organisieren. Das heißt, das war also doch die richtige Entscheidung. Hier dieses Abgasgehäuse, wo wir hier den Riss hatten. Komm mal her. Ne, von dem Turbo, der anfänglichst, oder wo wir ausgegangen sind, der ist kaputt, weil er, was er ja auch ist, haben wir in diesem Abgasgehäuse einen Riss. Bei dem anderen allerdings nicht. Also das haben wir geguckt, da ist kein Riss, gar nichts, der ist noch richtig in Ordnung. Guck mal jetzt hier die Dichtung, was wir gesagt haben, wo die eine Schraube auch locker war beim ersten. Die ist ja richtig hier weggebrannt, ne? Mhm. Das hat man ja richtig gesehen. Und guck mal hier, auch obwohl der einen Riss hat, aber bei dem war ja noch die Schraube da locker, obwohl der einen Riss hat hier, sieht man, so sieht die Dichtung eigentlich aus oder sollte sie aussehen. Also klar hast du hier ein bisschen Ruß, ne? Weil auf der anderen Seite eine Schraube auch schon etwas locker war. Aber hier sieht man halt wirklich, so sollte das eigentlich aussehen. Wie gesagt, wir haben Glück, dass wir beide Turbos geholt haben. Jetzt müssen wir halt nur noch das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, wir müssen halt dieses Gehäuse organisieren und dann können wir das wieder einbauen. Was mich auch viele gefragt haben, und das machen wir auf jeden Fall auch, wegen der Steuerkette, weil die M157 Motoren haben ja immer Probleme mit der Steuerkette, dass die sich lenkt. Und da zeige ich dir mal, wie man das prüft. Also ich bin jetzt kein Mechaniker oder ich kann euch jetzt auch keine Fachwörter nennen. Aber ich weiß ja, wie man das macht. Grüße gehen raus übrigens ans Motorenzimmer. Da habe ich das nämlich in einem Video gesehen. Und zwar haben wir hier eine 40-Grad-Markierung. Und die älteren Generationen haben hier diese Markierung, die wir brauchen, nicht hier markiert. Deswegen haben wir uns das selber gemacht. Und zwar muss man von der 40 19 mm, also 1,9 mm Zentimeter hier hochgehen. Und dann haben wir hier so eine kleine Markierung auf dem Bauteil. Und das muss genau gerade sein und dann können wir nämlich gucken, weil die Steuerkette nämlich hier rumgeht, um diese Nockenwellensensoren. Können wir nämlich hier gucken, hier sind die nämlich drauf, die Nockenwellensensoren. Ja, das sind glaube ich 4 Stück. Die sind hier normalerweise drauf und die haben wir jetzt abgemacht. Und wenn du jetzt mal guckst, weil hier die Steuerkette lang geht, dieses Teil hier unten, siehst du das? Das muss mittig sein mit der rechten Seite. Ne? Ich hole mal kurz den Schraubenzieher. So. Also das hier muss genau in der Mitte sein von diesem Bauteil hier rechts. Und wenn das mittig ist, dann ist die Steuerkette in Ordnung. Ne? Jetzt gucken wir nochmal in den zweiten rein. Sehen wir auch, es ist eigentlich sehr gut mittig. Sieht man jetzt, oder es täuscht vielleicht ein bisschen, weil hier unten Öl ist. Aber wir haben schon geguckt, also von der Position her ist die noch okay. Gehen wir auf die andere Seite. Ich denke mal, von hier oben sieht man es sogar besser. Guck mal hier. Hier das gleiche Spiel ist genau in der Mitte hier, wie ihr sehen könnt. Ne? Also ist schon keine Längung der Kette zu sehen. Und wie hier auch, hier sieht man es eigentlich, denke ich, auch ganz gut. Auch sehr mittig. Das heißt, also die Steuerkette hat keine Längung. Ich habe mit dem Pascal gerade gesprochen. Es kann natürlich Glück sein. Es sind nicht alle Motoren betroffen oder nicht alle haben dieses Problem, aber es ist schon sehr verbreitet. Also es kann sein, oder Pascal vermutet wahrscheinlich, dass die schon mal wahrscheinlich getauscht wurde. Ne? Oh, ja gut, aber ein Problem weniger, dafür ist der andere Turbo kaputt. Aber wir haben ja wie gesagt zwei, von daher, jo.
es ist, wie es ist, und wir bestellen jetzt noch das andere Teil, das Abgasgehäuse, was gerissen ist. Dichtungen, Schrauben haben wir auch alle schon neu bestellt. Und der nächste Schritt ist dann, den Motor wieder einzubauen, beziehungsweise die Turbos wieder dran zu machen, den Motor einzubauen, und das wird dann im dritten Teil folgen. Da werden wir den Motor starten, werden mal eine Probefahrt machen, gucken, ob alles funktioniert, ob alles in Ordnung ist. Und ja, wie gesagt, das seht ihr im dritten Teil. Falls ihr Bock habt, das Video nicht zu verpassen, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt gerne ein Like da lassen oder auch in die Kommentare schreiben, falls ihr eine Frage habt oder irgendwas wissen möchtet. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.